Hallo. Spricht. Zielen muss gelernt sein. Da kommt eine. Die ist immer noch auf Nahkampf, ne? Mit Feuer brauche ich nicht angreifen, ne? Ey, du bist so faul. Nimm doch einfach dieses blöde Schwert, ehrlich. Also mal ehrlich, du bist... Also jetzt bist du aber faul und dekadent, wa? Alter Vater. Oha. Mach die Tür zu. Oh, was ist das alles? Oh. Heute könntest du sogar Glück haben, dass du alles mitnehmen kannst. Du warst aber auch... Das Buch, ja, ja, nehmen. Lesen. Ja, warte. Ich will gleich ins Inventar. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Rostiger Säbel. Einfacher Holzspeer. Ja, guck mal, da bin ich doch schon mal rotzfrech und setz den einfach mal unten rein. Weil der hat tatsächlich diesen Druck. Ich würde sagen, das schleudert zurück. Ach so, warte mal. Hätten wir auch erstmal so machen können. Ja, ja, war klar, dass du wieder. Das ist wahr. Nee, macht er nicht. Warum nicht? Nimmt er nicht. Okay, machen wir. Warte. So und erstmal kurz so. Ja. Machen wir es so. Tagebuch dieser Abenteurer. Letzter Eintrag. Nun sind wir schon über eine Woche in diesem Raum eingeschlossen und unsere Vorräte werden immer knapper. Nach unserem gescheiterten Versuch, in die unteren Hallen vorzudringen, ist Willi verschwunden und Ulf hat es im Raum mit den vielen Türen erwischt. Plötzlich wimmelte es dort von Monstern, die aus beiden Seiten des Ganges auf Ulf zustürmten. Wir standen machtlos hinter der Barriere und suchen und sahen, wie er zerfetzt wurde. Danach flüchteten wir hierher. Willi verschwand und die Monster waren uns auf den Fersen. Okay, also die sind da jetzt verhungert und verdurstet quasi. Sozusagen. Okay. Ja, das kann uns ja nicht passieren. Wir können ja immer nach Hause, nicht? Gut, dann werden wir das tatsächlich hier noch wieder reinsetzen. Gut, los geht's. Schwert. Schneller. Pause aus. Das Lagerfeuer würde ich zu Hause feiern, ne? Aber das werden wir wahrscheinlich nicht als Ganzes mitnehmen können, ne? Aber du kannst das Licht anmachen. Mach doch mal das Feuerchen an. Ja, oh, diese Dekadenz von dir, die kotzt mich an, wirklich. Du denn? Ich wollte das Feuer anmachen. Ja, aber doch nicht so. Das kannst du doch so machen. Ach so? Okay. Boah, bist du ein... Also, wirklich unfassbar. Du hast die Tränke kaputt gemacht. Okay. Das sollte eigentlich nicht... Oh, shit. Das hier. Oh. Unsichtbarkeit. Sehr schön. Und daneben ist gleich einer. Wow. Einmal lernen, einmal mitnehmen. Schwerer Säbel. Ist der besser wie deiner? Ja. Der ist besser. 130, 525. Und der hat, kannst du mal drauf zeigen? 110. 110. 110, 630, also... Der ist ein bisschen langsamer, aber hat mehr Bums. Oha, so. Das kommt in die Zaubertasche. Genau. Den kannst du gleich lernen. Du eigentlich gleich lernen können, theoretisch. Jawohl. Ach, so geht das. Ah, jetzt hab ich's. Formel die Rolle. Und
Dein Bewusstsein hat sich erweitert. Notizen Abenteuer. Morgen wollen wir in die untere Ebene hinabsteigen. Ich habe nachgedacht, ob wir nicht zuerst weiter diesen Zauber zubereiten wollten. Falls es brenzlig wird, könnten wir schneller verschwinden. Vielleicht würden die Monster sich dann sogar aus Wut gegenseitig töten. Leider wollen die anderen davon nichts hören, denn neue Zauber zu mischen würde uns tagelang beschäftigen. Ja, trotzdem, das würde ich doch machen. Okay. Da hinten ist noch, was ist das, ein Artefakt oder irgend sowas? Guck ich gleich, ich habe hier noch ein Speer. Das ist derselbe, glaube ich. Ja, ist doch egal, mitnehmen, verkaufen. Klar. So. Oha. Jetzt schon ganz schön voll. Ja, ja. Weiter noch geht's. Nehmen wir mit. Voila. So wollen wir das haben. Hier wird nichts stehen gelassen. Ja, dass das leider kaputt gegangen ist, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, würde mich auch ärgern tatsächlich. In der Ecke steht noch, genau. Andere Ecke auch. Was bist du hier? Kann ich dich hier irgendwie... Statue. Nee, kann ich nicht. Also da kann ich nichts machen anscheinend. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Kannst du mal mit Leeren drauf gehen, dass du mal so ein Viereck hast, so? Ach so, so meinst du das. Mhm. Dass er irgendwie was anzeigt oder so, plus, dass du es eindingst. Ich mach mal hier hinten leer. Haben wir einen leer. Stacken so. Die nicht? Wahrscheinlich nicht, ja. Glaube nicht. Oh, stacken. Tatsächlich. Echt, ne? Nee. Oh. Nee, kannst nix. Okay. Okay, dann geht's weiter. Ich versuche schon so oft wie möglich Pause hier zu drücken. Damit uns die Zeit nicht davonläuft. Du bist erschöpft. Du müsstest mal eventuell... Erledigt. Ja. Geht jetzt zum Beispiel richtig flott. Okay. Das war ein Spider. Sehr geil. Was ist das? Kann man das mitnehmen? Nee. Nicht so aus. Mach an den Kram. Wollte gerade sagen. Oh, da ja. Ist bei der... Oh. Das sieht alles so aus, als würde das nur... Oh, was ist das? Ja, bleib mal dahinter stehen. Ist jetzt treffe, ist mir dann egal. Oh, oh mein Gott, was ist das? Au. Hör auf zu schießen hier. Der schmeißt mit Steinen oder irgend sowas. Keine Ahnung. Du bist erschöpft, du bist erschöpft. Warte, pass auf. Hör auf zu schmeißen hier. Er kann nicht schießen, wenn er brennt. Nee, das nicht. Aber wenn ich schieße, trifft er mich auch nicht. Und von hinten eine Spinne. Stopp. Du wirst müde, auch das noch. Du kannst ihn auch nicht anklicken, dass du weißt, wie viel er noch hat, ne? Nee, das wäre natürlich schön, wenn man das auch nicht könnte, wenn man auf einen gezielt hat, dass das von alleine kommt. Boah. Okay, dann nehmen wir es. Hilft nicht. Okay. Magie mag er wohl nicht. Müde werden. Aber hier auch. Ist Licht an. Hab ich. Okay. Noch eins? Da unten ist noch eins. Ja, okay. Wir nutzen mal noch ein bisschen die Zeit aus. Wir werden sowieso wieder einen Tag dazwischen haben anscheinend.
Aber der regeneriert sich doch, oder nicht? Ja, ja. Oh, der wird immer schneller hier. Ja, deswegen. Mach mal Licht. Ah. Boah, der wird immer schneller hier. Ja, Schlag. Vielleicht hilft es. Jetzt nicht sehen kann, wie viel der noch hat, ne? Vielleicht kann ich den. Hab ich die Faxen gekriegt. So. Boah, Alter! Deine Augen fallst du auch das noch? Ja, wir wissen noch mal. Geh nach Hause. Ich wollte gerade sagen, geh nach Hause, ist egal. Da ist auch noch ein Lämpchen. Der ist gegen eisresistent. Stoß. Was war das? Ich konnte das gar nicht so schnell lesen, alles. Da steht doch noch. Da. Eisresistenz 100. Stoßresistenz 128. Luft 128. Das Blaue kann ich nicht lesen. Wasser. Wasserresistenz auch 128. Also Feuer wäre das geringste. Immunität, also mit Feuer kannst du ihn am besten töten. Alter, wie viel hat der jetzt? Was steht denn da noch? 5 Stunden? Nee, was, ich kann das nicht. Also der hat Leben 1000 von 1000, Rüstung 25. Und ich würde sagen, hier hat er 450 von 1200. Schöpferkraft. Ach so, Schöpferkraft. Ganz ehrlich, der hat eine Immunität. Der hat kein Leben, der hat kein Leben verloren. Nee. Ja, er hat eine physische Immunität. Wenn ich jetzt mit dem Schwert anscheinend schlage, verliert er gar nichts. Kann das sein? Wenn ich ihn physisch angreife? Ja, also musst du ihn mit Dings angreifen. Mit Magie. Und wenn er mit Feuer? So wie es aussieht. Weil Feuer hat die geringste. Ja, aber hat ja nichts, aber hat ja, du hast ja gar keinen Schaden gemacht. Hat er sich so schnell wieder aufgeladen? Hm. Okay, müssen wir tatsächlich uns nochmal angucken. Was ist das krass, oder? Ist das dein Ernst? Musst du dich jetzt da hinlegen? Geh doch von links. Das wird nicht reichen. Vielleicht deswegen die Unsichtbarkeit, damit du an dem vorbeikommst. Wir gehen mal... Nee, geht hier ran. An diese Kiste. Ich mach das jetzt mal fix so, damit er nicht alles irgendwie irgendwo weg, was wir vielleicht noch mitnehmen. Das kann er hier mit reinpacken, das ist okay. Das Schwert kann hier mit rein. Die Speere würde ich tatsächlich nur einen. Ich würde tatsächlich einen mitnehmen wollen, vorsichtshalber. Ja. Weil wir ja nun nicht genau wissen, ne? Ja. Wir haben 3 Schaufeln. Grüner Stein ist da unten noch. Wir haben 3 Schaufeln. Also eine hatten wir ja mit, ne? Oder nicht? Ja, eine hatten wir mit, aber wir haben hier anscheinend momentan 3 Schaufeln. Deswegen, ich muss jetzt mal eine wieder runterholen. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen, wir brauchen Licht. Was ist das? Hat sie sich eine Maus geschnappt? Das hörte sich an, als wenn die Katze sich jemanden geschnappt hat. Ey, was ist das? Boah, Grit, du machst Geräusche. Ach du Scheiße. Zeig mal auf Grit. Ja. Ich würde sagen, das hörte sich fast so an. Oh, wir müssen ernten. Heute ist halt Haushaltstag. Morgen putz munter los, ne? Naja, dann mach ich jetzt aber Schnellgang mit dem Haushaltstag, damit du früh ins Bett kommst. Genau. Ich beeile mich. Du da rein. Du kommst im Notfall noch mit runter. So.
Alter, ist fertig. Ist fertig. Wie viel sind das? Das sind 12, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 12. Ja. Und der kleine Hund macht so ein lautes Geräusch. Zack. So, das muss ich sagen, das geht jetzt relativ schnell. Ja, das geht jetzt eigentlich super schnell. Kartoffel mal kurz dahin. Und auch gleich raus. Rucksack. Zwiebeln runter. Ja, die Übung fehlt mir natürlich, ne? Wenn man jetzt mit Controller steuert. Fehlt am Anfang noch ein bisschen die Übung. Jetzt ist ja auch eine komplett andere Steuerung jetzt. Nein, du. Das war aber auch echt ein Negativ. Vielleicht aber brauchst du deswegen den Unsichtbarkeitsdings. Ja, aber vorbeilaufen kann ich ja einfach, wenn es jetzt danach genau geht. Aber das hört sich ja an, als wenn da noch mehr davon kommen. Dann wird es schon echt, ja, lustig. Kürbis. Müssen wir auch wieder neu anpflanzen, die Kürbisse. Guck mal, die ersten Blaubeersträucher sind auch schon gekommen. Dranlassen? Erstmal dranlassen, würde ich sagen, damit sie sich vermehren können. Mhm. Weil die blühen ja sowieso das ganze Jahr über. Der Kürbis würde ich tatsächlich pflanzen, wenn wir alle sind. Was du hattest doch entlang des Wassers auch was gepflanzt gehabt. Ja, ne? Mais. Wie sieht's da? Oh, schön. Das ist schon. Das ist mal oh, gut. Guck mal, Wasser. Oha. Du einmal. Ich hau da tatsächlich jetzt einmal drauf. Ja, ich würde trotzdem auch alles andere, auch wenn es regnet, würde ich es machen. Da sind extrem welche leer. Ich würde alles gießen, egal ob da jetzt regnet oder nicht. Ganz ehrlich, das geht echt. Da musst du dir überhaupt keinen Kopf machen. Guck mal, ne? Man hat es gesehen, wie sie sich bewegt hat. Das war gut. Hat man richtig gesehen bei der Kartoffel. Schneller. Ja, auf jeden Fall. Ja, dein Quietscheentchen wollen wir auch noch besorgen. Und ach, das den Bauplan für den Eimer. Werden wir auch kaufen. Der war ja nicht so teuer. Dann haben wir bessere Eimer und wir können uns mehrere davon bauen. Ne, da sind noch zwei. Jetzt geht's. So viel kann er gar nicht regnen, als dass da jetzt hier genug sein könnte. Guck mal, da unten ist noch alles nass, ne? Ja. Du hast da den einen, den musst du auf jeden Fall wissen. Aber ja. Also hier jetzt hinter dem Busch. Oh Gott, was war das denn? Das war, glaube ich, das Lama. Ah ja, die haben, glaube ich, jetzt eigene Töne bekommen. So war ach, das. Du himmlischer Heiland. Genau, irgendwas habe ich gelesen. Glaube. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Sehr, sehr viel. Oha. Tu alles gießen, egal ob brauchen oder nicht brauchen. Ja,
auch manchmal. So, wie sieht's da aus? Da sieht gut aus. Oha. Zwiebeln müssen wir auch noch. Gut, dann machen wir jetzt erstmal bei den Zwiebeln. So. Wir haben noch drei Eimerchen. Du hast da hinten die Saat hingesetzt, diese komische, ne? Da könntest du, auf dem Lehmboden könntest du Soja anpflanzen. Ja, wir können auch erst Soja machen und ich höre es später. Nee, hinten da, wo du die Dingsaat, die Feensaat gemacht hast, da hast du auch Lehmboden. Mhm. Da die Soja. Ja, wir müssen tatsächlich mal gucken, ne? Da geht weiter. Soja sagt, ich kann das noch wiederholen. Wieso habe ich zu viele Zwiebeln? Ah ne, ich habe noch bekommen. Ich habe mich gerade echt gewundert, wieso ich zu viel Zwiebelsaat geholt habe. Nee, du hast geerntet. Der Hund, der kleine Hundewelpe, hört sich an, als wenn da ein riesen Dobermann vor dir steht. Ja, da wollte ich jetzt nicht wissen, ist egal. So. Voll gemacht. Hm. Da hier habe ich gedacht. Hier das unten. Hier, ja, da ist ja auch Lehmboden. Hm. Da würde ich die Sojasaat hinmachen. Wie sieht es mit unseren Sträuchern aus? Geht erstmal. Wir gucken mal fix oben die Bäumchen. Da, das Bäumchen. Unser Baum. Der braucht, glaube ich, sogar mal zweimal. Ja. Ordentlich. Bäumen auf jeden Fall ordentlich machen. Also einfach lassen. Das hier geht. Das andere ist echt unübersichtlich geworden. Ja. Ja, man muss sich bei diesem Grafikstil echt angewöhnen, das nebeneinander zu machen und nicht übereinander, ne? Ja, also die Bäume auf jeden Fall. Also eher so wie hier, so in Reihen. Ja, genau. Weil bei großen Bäumen und Büschen ist das doch besser. Da was hingeklatscht. Einmal. Was gerade sagen? Ich hab gedacht, er hat die Eimer voll gemacht. Aber nee. Eimer wieder voll. Ich glaube, jetzt haben wir alles erwischt. Ja. Ich werde mal kurz wechseln. Pflanz mal die Dings ein. Gut. Habe ich kontrolliert. Die Samen, ich glaube, die habe ich hier mit reingeschmissen oder vorne? Vorne, ne? Wahrscheinlich. Vorne mit reingeschmissen. Aber wir können erstmal. Du musst auch nochmal pflanzen, oder nicht? Oh, und da unten. Unsere Haustiere brauchen Futter. Mindestens die anderen. Wir nehmen mal zwei mit raus, packen die uns schon mal in die Tasche. Wo haben wir die Soja? Da. Ja, komm. Unten rein. Dann brauchen wir morgen die Spiegeleier auf jeden Fall. Ja, ja. Die Hühner müssen wir. Die Hühner lassen wir, die großen Hühner werden wir einen Tag dingsen müssen. Ja, auslassen müssen. Ja. Aber da werden ja noch mehr kleine kommen. So. Soja. Da. Willst du die Bodendecke drauf lassen? Nee, da geht nicht mehr. Da. Willst du die Bodendecke drauf lassen oder was? Erstmal ja, entfernen können wir sie immer noch. Trocknen sie nicht so schnell aus.
Ich werde jetzt schon müde, siehst du? Ja, deswegen. Schon wieder Baum im Weg. Ich habe jetzt verteilt, wir haben 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah. 19. Da haben wir noch 3, glaube ich. Ja. So. Die restlichen 2 packe ich wieder weg. Ja.